Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich versuche mit meinem Kater, mit dem ich unter einer Decke gelebt habe, irgendwie noch was rumzureißen in der Liga, obwohl ich mit einem 0 zu 4 reingestartet bin, durch den der vor mir in der Liga war. Ja. Das Problem, die Kämpfe bis jetzt waren alle schwierig, weil ich Probleme hatte, Switch-ins in den Gegner zu finden. Aber ich hatte halt zumindest immer die Möglichkeit und meine Threats waren dafür auf der anderen Seite halt auch sehr präsent. Heute wird es an sich wieder so ähnlich laufen. Ich hatte auch gar nicht so große Probleme, so 7 bis 8 Mons zu bestimmen, aus denen sehr wahrscheinlich das Gegnerteam bestehen wird. Die Sache ist, dass die Mons halt auch einfach gut sind. Und da muss er noch nicht mal irgendwelche wilden Sets spielen. Es reicht einfach nur mit den normalen Sets. Fangen wir oben an beim ersten Mon, logischerweise. Megaflunkiefer. Megaflunkiefer ist ein saustarkes Mon. Es gibt einen Grund, warum das in vielen Ligen gebannt ist. Es gibt da rein gefühlt kein Switchen. Und die in Anführungszeichen Switchens, die man da rein hat, werden häufig entweder von SD abused, von Knockoff halt verlieren ihr wichtigstes Item oder werden doch auf irgendeine Art und Weise two-hitted. Beziehungsweise halt mit Sucker Punch potenziell einfach gefinished. Deswegen mega Flunkiefer, mega gefährlich. Mein Gedankengang war, er wird vermutlich Psychic Fangs spielen und Thunder Punch, genau. Dann wird er noch Knock-Off brauchen für Duokless. Und an sich will er dann halt noch einen guten Move gegen sowas wie Nachtara haben, potenziell mit Playruf. Also ich gehe von genau diesem Set aus. Das wäre auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht, falls es Ditto oder in ihn reinkommen würde. Weil, wenn er dann voll in HP investiert, dann kann er potenziell sogar das Matchup gegen sich selbst gewinnen, weil Ditto ist zwar schneller als er, aber macht halt tatsächlich gar nicht mal so viel Schaden. Dadurch, dass die Attacke halt alle resistet bis neutral sind und der stärkste Move ist ja durch Stab verstärkt und der ist halt resistet. Und deswegen ist Thunder Punch dann der stärkste Move, den er quasi hat. Aber er hat dann keine Prio und die Sache kann mir eben dann stark helfen. Ansonsten, wenn er halt keinen Knockoff hat, kann er potenziell an einem Duokless, das keinen Angriff einsetzt, beziehungsweise das halt zu, Shadow Sneak ist, einsetzt und schneller ist als er, potenziell nicht vorbeikommen. Oder auch potenziell an sowas wie einem Rest-Duokless. Ob er damit rechnet, ist jetzt, sei mir jetzt mal dahingestellt. Deswegen gehe ich von diesem Megaflunkiefer-Set aus. Habe ich mir dagegen was einfallen lassen? Wir werden sehen. Nächstes Mon ist Nibona. Ich habe Suicune, aber Suicune verliert halt das Item, wenn er dann da rein, wenn er da was, wenn er da rein switcht. Und Nibona kann halt schnell sein und kann potenziell auch mal eine SD raushauen. Und ist an sich echt gefährlich. Man darf den echt nicht unterschätzen. Aber ich glaube, ich kann den tatsächlich einfach nur mit Suicune relativ gut handeln. Suicune muss aber halt auch zusätzlich so ein bisschen das Megaflunkiefer übernehmen, weil Mega Bisaflor kann den Job halt absolut nicht komplett übernehmen. Lafoking habe ich tatsächlich nicht so ganz gesehen, weil in die Threads von mir kommt der eher so mäßig gut rein. Klar, gegen Torrent-T, gegen Spezielles kann er was machen. Potenziell auch gegen ein. Gardevoir gegen mein Bunny Girl. Meine Zelda. Das Problem an der Sache ist halt, potenziell so ein Sub-CM-Set könnte Lashoking halt auch wieder abusen. Und generell sieht Sub-CM Zelda in dem Matchup echt gar nicht mal so schlecht aus. An sich muss ich mir dann nur noch überlegen, wie ich Psyshock oder halt Psykick oder sowas. Oder einen Fairy Move spielen, weil Mystical Fire
war für mich relativ früh gesetzt, dass ich Megaflon Kiva eben richtig gut hops nehmen kann. Genau, dann das nächste Mon, Grifeldes. Grifeldes? Also, aber an sich sehe ich halt das Lasso-King nicht so stark, eben wegen der Sache mit dem Gardevoir. Und dass das Gardevoir den eben abusen kann. Grifeldes ist wieder eine andere Sache. Grifeldes hat nämlich U-Turn, also kann Schaden machen, wenn er daraus wechselt, hat Foul Play, hat Roost und hat Taunt. Zumindest sehe ich so ungefähr das Set mitkommen. Klar kann er auch Defog dabei haben, aber ich habe halt keine guten Rocks-Setter. Er hat aber tatsächlich auch so nicht den Amazing Rocks-Setter, außer Potential Rehorn, ja, aber den sehe ich nicht als Rocks-Setter. Und Mega Mobile, nein, auf dem spiele keine Rocks. Deswegen, ich sehe halt so ein Taunt-Set auf Grifeldes, um eben zu verhindern, dass Nachtara sich gegen den einfach wieder hochheilen kann, um potenziell zu verhindern, dass Duoklos sich irgendwie setupen kann, wobei er dagegen auch einfach Foulplay drücken kann. Potenziell sowas wie Rocks von Flunschlick zu verhindern, um Suicunes, CMs und sowas in die Richtung zu verhindern. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass er sich auf Suicune Speed creept. Und potenziell halt auch einfach, um gut gegen Phantoros dazustehen. Achso, und Mega Visaflor an der Synthese zu hindern, ist auch niemals schlecht. Aber ansonsten geht's eigentlich mit dem. Dann Rotom Moe. Den habe ich nicht drin. Das ist einer seiner Z-User. Den habe ich nicht drin in meiner Planung. Ich hoffe, dass er nicht dabei ist. Weil dann kann ich mit einem meiner Sets viel Work machen. Es kann aber auch sehr gut dabei sein und dann mache ich mit dem Set gar nicht so lange, bis er weg ist. Genau. Die Sache ist halt. Sorry, ich bin gerade ein bisschen vom Thema weggekommen. So, genau. Rotom Moe, Volt Switch und Leaf Storm gegen die Grounds. Mehr muss man da eigentlich auch kaum sagen. Der kann halt noch potenziell sowas wie Defog, sowas wie Will-O-Wisp, Toxic, T-Wave, Subnasty Plot, der kann alles Mögliche sein. Aber ich habe halt einige Monster, die ihn outspeeden und die auf dem U-Turn können oder die halt mal locker ein oder zwei Moves von dem tanken. Deswegen, ich weiß nicht, ob er den wirklich so mitnehmen will. Ich habe an sich Mega Visaflor, was ihn komplett useless ist übertrieben, aber definitiv schlecht macht. Dann hab ich, ja genau, und der muss halt fast schon sowas wie Z-Geist oder ich glaube, der kann keinen Psycho-Move oder Flug-Move. Gute Pöp, Jungs, gute Pöp. Psychic, der kann Dream Eater, der könnte potenziell Z Dream Eater spielen. Das wäre wild, dann würde ich ihm aber auch potenziell den Kill absolut gönnen und dann würde ich ihm auch das Match gönnen. Flugmoves kann er außer Hidden Power Flying und Defog nichts. Also wenn er Z Dream Eater spielt, dann hat er es auch absolut verdient, einen Mega Visaflor rauszunehmen, potenziell auch einfach so das Match zu gewinnen. Wenn nicht, dann sehe ich eigentlich keine großartigen Probleme für mich an diesem Rotom Moe, solange das Visaflor da noch steht. P2 kann halt immer hilfreich sein. Einfach nur durch Teleport, durch Recover, durch Trick Room, durch Toxic, durch Foulplay, durch Triplette, durch Discharge, durch Ice Beam. An sich durch so viele Sachen. Und der ist auch so defensiv und so ekelhaft defensiv zu brechen. Zum Glück habe ich Skaraborn. Vermutlich so mit den. Vermutlich das offensiv stärkste Mon gegen den kompletten Kader. Er hat da keinen gescheiten Switchen rein. Er hat Mons, die potenziell ein oder zwei Moves? Eher ein. Also zwei Moves. Nur potenziell in so ein komplett wie so defensives Intimidate Capoeira.
Aber genau. Genau, nur potenziell halt dieses komplett physisch-defensive Capoeira mit Intimidate. Das ist so das einzige Mon, das wirklich halbwegs gut in seinem Kader gegen den dastehen kann. Gib mir gerade einen kurzen Moment. So, jetzt stimmt's wieder. Alola Knogga, Alola Knogga, er hat den Z-Move draufgeklatscht und er hatte den auch schon mal mit Lifehop gespielt. Ich weiß nicht, warum er nicht einfach den Thick-Clap draufklatscht, weil es mal 2 gibt und nicht nur mal 1,3 oder halt einen Move verstärkt und den dann halt auch so viel weniger verstärkt als der Thick-Clap. Aber okay. Ich will mich mal nicht beschweren. Wenn er das gegen mich auch macht, dann finde ich das fein. Und dann nehme ich das auch auf jeden Fall. Oh, genau. Dann, ja, Alola Knogga ist nicht viel zu sagen. Ich sehe so ein Set, das potenziell genug Speed hat, also das genug Speed hat, um mein Ambien zu outspeeden. Und ansonsten halt ein bisschen in HP. Und hab da dann eben auch gegen so ein bisschen gekalkt und gearbeitet. Ansonsten soll es aber eigentlich fein sein. Dann als nächstes steht dann Tantrak. Und Tantrak ist ein Problem für mich, weil mein Stahlmon ist ein Duokless, das 49 Base-Belef hat. Und 49 Base-Belef reicht nicht, um das Mon irgendwie handeln zu können. Das kann man komplett vergessen. Also, wenn der Max Special Attack ist und ich Max Bedef, doch Max Bedef bin, er hat keine mit Boosting Item und er kann mich mit Sludge Bomb, nicht mit Sludge Bomb, mit Draco 3-Hit KO. Klar, er bekommt den Drop, aber er hat Shadow Ball und die Sache sieht schon komplett Geschichte aus quasi. Im Prinzip. Wenn ihr gerade auch hört, dass ich im Hintergrund irgendwas mache, das ist, weil ich die ganze Zeit noch so ein bisschen rumkalke, um mir selbst wieder die ganzen Sachen in den Kopf zu bekommen. Also der Kalk gegen Shadow Ball von einem Max Special Attack Jagalji. Draco macht 28 bis 43 auf den Full Spell F Duplate und Shadow Ball macht bis zu 42,2%. Also recht nah an die 50%. Und das ist ohne Specs, ohne Lifehop, ohne Damage Boosting Item. Genau, deswegen, das ist ein riesiges Problem. Und den Rest, der da unten ist, den habe ich tatsächlich nicht so gesehen. Rihornior. Ich habe halt Mons, die in den rein pivoten können. Ich habe Mons, die den handeln können. Ich habe meine offensiven Mons nehmen den halt auseinander. Capoeira, wenn er dabei ist, was ich mir gut vorstellen kann, dann ist er halt nur für Höherkost dabei und dann ist er halt komplett defensiv. Potenziell mit Spin, um eventuelle Hazards von mir wegzubekommen. Aber dann bekomme ich da halt auch immer ein paar meiner Mons rein. Der kann dann potenziell sowas wie Citrus Berry und Thief spielen, dass das Duplate nicht reinkommen kann. Aber ich kann da halt auch einfach mein Venusaur reinholen. Wenn er dann nicht irgendwie Full Attack Ace hat, macht er da auch nicht allzu viel gegen. Mit Technikern. Amoroso, ich habe halt immer noch so einen Venusaur da stehen und der ist immer noch so insane, der muss noch nicht mal Spedef Invest haben. Und Psiaugon, ich seh halt nicht, dass er gegen mich wirklich die Zeit hat, Screens rauszubekommen. Beziehungsweise, wenn er die Screens rausbekommt, dann haben seine offensiven Mons halt immer noch Probleme, sich zu setupen. Ja, genau. Was habe ich dabei? Ist jetzt natürlich die spannende Frage. Und ihr kennt mich. Ich habe wie immer ein besonderes Set dabei. Und dieses besondere Set werde ich diesmal bis kurz vor Ende ein bisschen ausblenden. Das bedeutet, kurzer Cut an der Stelle.
Ich weiß, aber trotzdem gibt mir an der Stelle einen kurzen Moment. Also erstmal ist der Vino Mega im Prinzip dafür da, dass das Marowak und das Flunkiefer nicht ausrasten. Sleep Powder ist immer hilfreich, Earth Power ist immer hilfreich. Also gerade wenn ich einen Flunkiefer checken will. Sludge Bomb ist ganz gut für die Poisons. Und Earth Power, by the way, auch gegen das Marowak. Und Synthesis halt zum Hochheilen ist relativ Standard. Heracross, Close Combat, Knockoff, Megahorn, Pursuit. Close Combat macht dem Tantrak über 50%. Pursuit halte ich für eine interessante Sache, wenn der Gegner sowas wie sein Marowak nochmal zurückholen will, um potenziell auf meinem Master Sword, auf meinem Blueblade nochmal irgendwann später reinzukommen und einen Kill zu holen. Dass ich das eben verhindern kann mit Pursuit. Deswegen Pursuit über sowas wie EQ, dass ich das Tantrak potenziell one-shotten könnte. Ich hab's einfach. Ich, meiner Meinung nach, gehört das da drüber. Knock-Off. Ich glaube, ich ändere gerade noch Knock-Off zu EQ um tatsächlich. Also hier ist es halt jetzt noch nicht umgeändert, aber für mich ist es schon mal umgeändert. Und ja, an sich ist Knock-Off ist halt hilfreich quasi. EQ ist halt hilfreich quasi gegen Tantrak und potenziell auch gegen das Mega Mawile. Und EQ ist halt auch genug gegen das Alolan Marowak, macht ja auch nochmal ein bisschen mehr Schaden, aber trotzdem, ja, yeah, you know what I mean. Doublade, Spedef für das Tantrak, ich hatte euch die Kalks ja gegeben, der ist einfach nur dafür gedacht. Gardevoir, er hat Probleme in Gardevoir einen Switchen zu finden. Subdraenikiss, Mystical Fire CM ist das Set meiner Wahl. Mit Lefties. Genug Def, um gefühlt anderthalb Foulplays von dem Porygon zu tanken. Also ich habe im Prinzip einfach nur gespeedcreept auf seinen Speedcreep mit Mandibuzz, auf meinen Speedcreep, auf seinen Speed oder irgendwas so in die Richtung. Also ich habe halt auf jeden Fall relativ sicher genug Speed, um das Mandibuzz zu outspeeden. Und dann halt auch alles, was drüber ist. Was drunter ist, wird halt schwierig. Aber ja. Dagegen habe ich dann eben Probleme. Damit muss ich dann eben leben. Die Eule ist hilfreich. Knock-Off für das P2 und für das Alolan Marowak. Ansonsten Hurricane two-shottet, also gerade mit Z-Move, two-shottet das P2, wenn ich den jetzt Item genockt habe. Kurz den Kalk durchgeben. Moment. Wenn der kein Evilite mehr hat, mache ich mit Hurricane 35-41% und Z-Move macht 58-69%. Also ich habe eine gute Chance, ihn dann mit normalen Hurricane und Z-Hurricane rauszunehmen. Grassnode ist für das Rhyperior und Heatwave halt für viele der anderen Mons. Ich brauche meinen Z-Move halt eigentlich für zwei oder drei Gegner-Mons, aber es muss halt irgendwie funktionieren. Ich konnte mir ein Live-Up halt eigentlich nicht erlauben, weil ich häufig mit dem einfach drin bleiben will und auf die Anweise Pressure machen will. Und da wäre Live-Up irgendwie ein bisschen blöd gewesen. So, und jetzt mein letztes Set, das ich tatsächlich aus der HCL habe, aber trotzdem. Und zwar ist es ein Curse Liquidation Suicune. Schaut euch die Mons, die ich an der Seite stehen habe. Übrigens ohne Item, für Knockoffs bzw. für Poltergeists. Ohne Item ist klar warum. Und sobald dieses. Ich werde auch mit dem immer wieder reinkommen zwischendurch, aber sobald das Tantrak weg ist, kann ich an sich Curse drücken und gewinnen. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. In der Fokus für die Intimidate und auch dafür, dass wenn es Porygon meinen Pressure kopieren würde, könnte ich mich selbst PP stallen. Das wollte ich halt nicht. Deswegen in der Fokus auch dafür. Und ja, an sich ist das das Team. Das bedeutet, es geht gleich in den Kampf. Ich bin gespannt, ob er die Mons mitnimmt, mit denen ich rechne. Ich hoffe drauf. Und die Challenge geht an der Stelle raus. Es ist das richtige Team.
Ich habe einen Sound aus, ich habe meinen Kalk neben offen. Oh, ich muss nur dran denken, dass ich halt EQ auf meinem Heracross habe über Knock-Off. Aber das ist auch definitiv besser fürs Tantrak, weil ich auf die Art und Weise das Tantrak halt auch one-shotten kann. Weil Knock-Off, also Full-HP-Tantrak zumindest. Wenn der Full-Fist-Def da noch ist, dann nicht, aber Full-HP zumindest. Knock-Off macht nämlich 55-65% auf Item, also auf ein Item tragen, das Dragalge mit 252 HP und EQ macht eben 114-143. Warum er gerade meine Challenge abgelehnt hat, weiß ich nicht. Ja gut, Schön, wenn er gerade offline geht. Gut, dann gibt es an der Stelle halt einen kurzen Cut, bis wir uns gefunden haben. So, Nordex AG, so. Und... Mons, die ich nicht sehen möchte, sind halt gerade das Rotom Mo. Im Prinzip das Rotom Mo, und wenn das Tantrak da noch nicht dabei wäre, wäre es sehr nett. Würde ich dann absolut nehmen. Ich glaube aber, dass er auch sieht, dass er auf jeden Fall Tantrak gegen mich schon mitnehmen will. Und dann eben Shadow Ball oder Scald oder was auch immer. Ich spiele halt Dress Talk auf meinem, auf meinen Schwertern. So. Kein Griffeldes. Okay. Und kein Tantrak. Dafür Rotom Mo. Und Capoeira. So. Damit habe ich wieder. So. GLHFU2. Was spricht dagegen, mit der Dekorania zu leaden und die Mega rauszubekommen? Ich will die Mega haben für bestimmte Mons, gerade für sowas wie Flunkiefer. Übrigens halt einfach wieder Speed Creep auf Dekorania darauf, dass er Speed Creept. Also halt einfach, ich habe irgendwie 16 Punkte, ich kann es ja gerade nachschauen. Ich habe 12 Punkte in Speed investiert, also wenn er halt auf mich Speed Creep, dann geht er 4 oder 8 Punkte über mich, hoffentlich. Und dann bin ich schneller, als dass man das eben direkt auf mich Speed Creept ist. Im Prinzip ist das der Plan. Ich habe auch tatsächlich mal kurz über einen Curse Bisaflor nachgedacht, aber den habe ich dann letztendlich doch nicht gesehen. Anders als dieses Curse Yuhun, das in diesem Matchup absolut insane aussieht. Aber nee, ich lead mit der Dekorania, um direkt die Mega rauszubekommen. Und er leadet mit P2. Die Frage ist jetzt nur Sleep Powder? Er hat keinen Overcoat mitgenommen. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass er Overcoat mitnimmt, um gegen Sleep Powder da zu stehen, aber anscheinend nicht. Sleep Powder, Sludge Bomb, Earth Power. Also das sind die drei Optionen. Und an sich weiß ich nicht, was dagegen spricht, erstmal einen Mond zu sleepen. Also, weil wenn Rotom Mo reinkommt, dann okay. Dann drücke ich aber einfach nochmal auf Sleep Powder, weil er dann auf World Switch geht. Und er bleibt drin. Und ich miss Sleep Powder. Und er drückt auf Teleport. Schöne erste Runde. Aber alles gut. Ja, ist fein. Ich habe halt einfach nur... Also Sleep Powder ist halt insane, wenn man dann halt irgendwie Mons reinpivoten kann. Also gerade richtig gute Breaker reinpivoten kann. Rotom Mo tatsächlich. Okay. 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 Was?
Any Offensive. Volt Switch macht mir 11-13%. Ja, nee, ich gehe, glaube ich. Oder gehe ich jetzt doch auf Sludge Bomb? Wenn ich jetzt halt auf Sleepholder gehe und er drin bleibt und irgendwie, was ich. Was hatte ich gesagt? Er kann Dream Eater Z spielen. Z Dream Eater wird mich nicht one-shotten. Wird mich aber sehr gut downchippen. Aber von einem Timid, Rotom Mo mit Z Dream Eater würde ich 80-94% fressen. Sleep Powder sieht halt echt lecker aus. Sludge Bomb können die ihn one-shotten, wenn er offensiv ist. Ich gehe auf Sleep Powder, weil wenn er jetzt auf Z Dream Eater geht, dann, wie schon gesagt, dann gebe ich ihm den. Dann hat er es gut gemacht. Aber ich sehe ihn halt eigentlich nicht auf World Search gehen. P2 kommt wieder rein. Und diesmal treffe ich die Sleep Powder. Und diesmal gehe ich in. Zelda macht halt tatsächlich gar nicht mal so viel, solange das Marowak Alola da noch steht. Aber in Marowak Alola kann ich, solange nicht T-Punch hat, aber sehr einfach in Zyukun wechseln. Und so ein Sub jetzt aufzusetzen, Sub und ein CM aufzusetzen, wäre wild. Deswegen glaube ich, versuche ich das an der Stelle. Klar, er kann jetzt rausgehen, keine Frage. Ich trace seine Analyse. Wild. Wenn er Full Speed ist, also Full Speed Jolly oder Timid, dann würde er mich jetzt als Speeden. Aber das ist ein Porygon. Das wird Splatterf oder First Death sein. Und jetzt so ein CM aufzusetzen. Dass er jetzt noch weiter schläft, ist echt ein bisschen unglücklich. Die Sache ist halt, das macht meinem Sub keinen Schaden. Ich will eigentlich nicht so sweepen. Ich will eigentlich mit einem anderen Mon sweepen. Ich will eigentlich mit meinem Cursed Yukun sweepen, ohne Item. Okay, ich mach dem ja gar keinen Schaden. Holy. Das ist ein Modest Gardevoir. Ist das Morbile jetzt nicht einfach im Prinzip tot? Also ich werde so oder so auf Mystical Fire gehen, aber... Morbile? Mega? Hallo? Hoyo Swords Dance? Full HP? Das ist einfach tot. Wenn er jetzt auf Sucker Punch geht, dann... Ja, schade Morbile. GG ist ein bisschen früh zu sagen, aber... Es sieht zumindest schon mal sehr gut aus für mich. Der Leafstorm-Miss ist ein bisschen unglücklich, aber der hat halt auch nicht mehr allzu viel gemacht, der Leafstorm. Und ich hätte ihn halt auch einfach wieder mit Drainikus hochheilen können. Und da kommt der Crit. Ja gut, ja genau, der macht halt jetzt keinen Schaden mehr. Das bedeutet, ich gehe jetzt nochmal hinter den Sub. Und der hat da den Z-Move drauf, Gigavolt Havoc. Bricht halt noch nicht mal mehr den Sub an der Stelle. Ja, schade. Eigentlich echt schade. Also, ich nehme den Win jetzt natürlich. Also, ich gehe jetzt stark davon aus, dass ich das gewinne. Da hat er sich halt gegen dieses Set absolut nicht gut genug gepreppt. Also, ich... Er hat halt Probleme gegen das Set gehabt. Und jetzt kam halt. Er hatte halt quasi schon im Teambild eine 50-50 eingehen müssen, welchen der Moves ich. Gigi. Er hat halt versuchen müssen,
im Teambild schon zu sehen, ob ich jetzt Psychic oder. Also, ob ich Psychic, Mystical Fire oder Draenikis nicht habe. Oder halt Moonblast nicht habe. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das Marowak nicht unbedingt treffen muss. Ansonsten wäre es halt das Morwile mega gewesen. Oder wenn ich auf Fairy. Wenn ich auf. Genau, auf Fairy verzichtet hätte, dann hätte ich nur Psycho und Feuer gehabt. Und mit Psycho und Feuer wäre ich an. Lashoking, genau. Dann hätte ich Lashoking absolut nichts gemacht. Ja, gut. Ich weiß halt nicht, was ich im Prinzip jetzt sagen soll, außer. Schade, dass es so schnell vorbei war. Schade, dass du aufgegeben hast. Ja, gut, ja. Das Sleep Powder und dann der Switch in Gardevoir. Gardevoir, wie schon gesagt, Gardevoir sah halt echt insane aus. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass die anderen Sets jetzt wirklich nichts haben zeigen können, weil ich wollte halt einen schönen, spannenden Kampf auch eigentlich haben. Und nicht so einen Kampf, der nach 3 Runden gefühlt entschieden ist. Aber. Das ist halt leider Mons. Ja. Ich weiß halt jetzt auch nicht, was ich zu sagen soll. Jetzt ist Lead-Play nochmal anzuschauen. Gut, Lead ist halt fein für mich. Wenn ich Sleep Powder an der Stelle hitte, dann bekomme ich halt Terracross oder Ding rein. Gardevoir rein. Dass er da nochmal auf V-Switch geht, um die Sludge-Bomb nicht zu fressen, ist eigentlich klar. Und dass ich dann auf Gardevoir gehe, ist fein. Ich kann hier gerade nochmal ein bisschen rumkalken mit Gardevoir und Porygon2. Aber der Ice Beam macht halt. Der bei Ice Beam. Genau, SHP Investment. Der Ice Beam macht mir nämlich 20-24%. Mit 4 Special Attack Investment halt Calm Nature, also plus Bad Death minus Attack Wesen. Ja, deswegen. Ich muss halt auf die Art und Weise damit umgehen und ja, ich hätte auf jeden Fall gegen den Sub rausbekommen, der wäre halt potenziell eine Runde früher oder so in Mobile Mega hätte er gehen können und dann hätte der Mystical Fire potenziell nicht mal ausgereicht, wenn der voll HP ist. Moment. Kalten kann ich ja hoffentlich noch. Genau, Mystical Fire auf plus 1 wäre nämlich eine Roll gewesen. Wenn er vorher spielt, ist. Und zwar nur eine 43% Chance, ihn zu okern. Ja. Das bedeutet, er wäre dann potenziell von seinem Porygon geteleportet in Mobile Mega und hätte das dann nur zu einer Chance verloren. Und dann wäre ich halt in Suicune gegangen und dann hätte er irgendwie in Rotom-Mow rausgehen müssen, hätte Volt Switch drücken müssen auf mein Venusaur, hätte irgendeinen Mon finden müssen, dass dann Venusaur reinkommt, wenn das Morbile tot ist. Weil Hitmontop den Job nicht übernimmt und alles andere wird halt auch gesleept und dann potenziell abused. Also, ja. Ja. Ja, ich. Ich glaube, ich hätte den Kampf so oder so gewonnen. Die Frage wäre halt nur gewesen, wie klar an sich. Also wie klar von Anfang an. Aber ich glaube, ich hätte es auch letztendlich auf den 6-0 runterspielen können. Wäre ein bisschen ekelhaft geworden an manchen Stellen. Ja. Letztendlich, das ist halt Mons. Wie gesagt, es tut mir leid für King Jira. Ich hoffe, dass ich am nächsten Spieltag. Es hört sich irgendwie sehr böse an, wenn ich es so sage. Ich hoffe, dass ich am nächsten Spieltag wirklich Probleme bekomme.
Und zwar nicht nur im Teambild, weil im Teambild hatte ich wirklich, im Teambild musste ich mir Sachen einfallen lassen. Wenn ich mir da bestimmte Sachen nicht einfallen lasse, dann funktioniert das einfach nicht. Aber ansonsten, ja, genau, deswegen. Nächster Spieltag geht ran gegen. Gegen. Sean Gimli. Der steht auf der Tabelle mit auf dem letzten Platz. Das muss aber nichts bedeuten. Deoxys Verteidigung Galazapdos. Also hier. Hier, genau. Deoxys in der Verteidigungsform. Galazapdos, Seraora, Mammut. Ah, okay. Mammutal, Mega Bibor. Galalamos, Kapilz, Amphira, Apokolib, Amigento Psycho, alle Choreogelformen und Pipi. Das Matchup sieht interessant aus, wenn ich jetzt so drüber schaue. Und ich werde mir auch da wieder einige schöne Sachen ausdenken. Da vertraue ich mir in der Hinsicht mal. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, ich versuche jetzt hier noch irgendwie ein bisschen Zeit zu füllen. Es fühlt sich irgendwie richtig. Es fühlt sich böse an, es fühlt sich nicht gut an. Aber wenigstens hat mein Bunny Girl ein bisschen was reißen können. Und dann sage ich an der Stelle, oh, tschüss, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Kampf, egal in welcher Liga. Ich freue mich immer über euch. Bis dahin, euer Link. Mögen eure Fokuslöse mal treffen, mögen eure Attacken mal Volltreffer landen und tschüss.